Ich mach gleich mal, machen wir gleich mal weiter, damit wir nicht ganz viel Zeit dazu haben. Ich denke, wir haben eigentlich geplant, den Stiftenden Sebastian auch noch vor der Mittagspause zu machen, aber dann schieben wir das in der Mittagspause, dass die so eine Stunde später. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Vortrag.
Es gibt so eine Art Beweislastumkehr, das ist so ähnlich wie bei der EC-Karte, wo die Richter annehmen, es gibt Gutachten, die sagen, dieses PIN-System bei EC-Karten ist sicher, das heißt, wenn jemand behauptet, er hat nicht mit seiner EC-Karte gezahlt, muss er es beweisen, wer es missbraucht hat. In den letzten Jahren ist es ein bisschen aufgelöst worden, weil es eben diese internationalen Probleme gibt, dass ich halt Chipkarten kopieren kann oder ähnliches. Bei der Signaturkarte ist es so, dass die Technik deutlich besser ist und zum anderen, dass es gesetzlich geregelt ist, dass dieser Anscheinsbeweis gilt. Das ist in der Strafprozess oder Zivilprozess auch noch aufgenommen worden. Hier muss man natürlich den Kontext beachten, wenn jemand sein Haus und Hof und sein Leben irgendwie verpfändet mit elektronischen Unterschrift, wird wahrscheinlich auch ein Richter sagen, da muss ich doch mal nachgucken, das kann eigentlich nicht sein. Aber im Allgemeinen, da spricht man jetzt für 1000 Euro irgendwas kauft, wird er wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, abzustreiten, dass er das getan hat. Ich will jetzt nicht weiter auf dieses Thema des Signaturgesetzes eingehen, weil eigentlich ist mein Thema das Thema PC-Sicherheit oder E-Government über PC das Recht des Nutzers zu machen. Aber es gibt schon so ein paar Beispiele, zum Beispiel das Thema, ich kann zwar meine Signaturkarte sperren lassen und alle Unterschriften, die danach mit dieser Karte geleistet werden, sind nicht gültig. Das Problem ist nur, in der Unterschrift ist kein Zeitstempel drin. Das heißt, wenn jemand die zurückdatiert, kann er im Prinzip Unterschriften erzeugen, auch nachdem die gesperrt worden sind. Es gibt einen Zeitstempeldienst, der ist auch nicht verpflichtend. Das ist so einer von diesen handwerklichen Lücken im Signaturgesetz. Und die zieht sich jetzt das ganze Gesetz durch. Das ist auch einer der Gründe, warum es zum Glück nicht wirklich im Einsatz ist. Das wird sich vermutlich ändern, weil, wie jeder weiß, der neue Personalausweis hat eben auch die Möglichkeit, eine qualifizierte elektronische Signatur zu tragen. Aber schauen wir uns mal näher an, was war denn das Problem von diesen Signaturleistungen? Schon 2001 wurde erkannt, dass ich, wenn ich eine Signatur leisten will, ich eine sogenannte Signaturanwendungskomponente brauche. Was ist das? Eine Signaturanwendungskomponente? Das sind in aller Regel ein Kartenleser und eine PC-Software. Diese Software zeigt mir an, was ich signieren möchte. Ich gebe eine PIN ein im PC. Daraus wird dann die PIN und die Daten werden an die Signaturkarte geschickt. Dort werden sie signiert und ich bekomme die Signatur zurück. Das heißt, die PC-Software kommt nicht mit dem Signaturschlüssel in Berührung, muss also nicht super sicher sein. Das heißt, es gibt verschiedene Qualitätsanforderungen an die Signaturkarten und an die Anwendungskomponenten. Diese geringeren Anforderungen ergeben sich auch dadurch, dass diese Anwendungskomponente-Software deutlich komplexer ist. Die muss PDFs anzeigen können, die muss E-Mail anzeigen können, die hat User-Interaktion, muss auf dem PC laufen. Es gibt auch eine gesetzliche Regelung, was diese Software können muss. Zum Beispiel muss sie halt eben nicht so en passant mit einem Mausklick die Signatur erstellen, sondern ich muss halt irgendwie eine sehr deutliche Warnung bekommen, ich signiere jetzt was Wichtiges. Ich muss die PIN eingeben, also nichts, was man nebenbei macht, weil das Problem ist, Kinder haben gelernt, eine Unterschrift ist wichtig, macht man nicht einfach so, aber rumklicken haben sie nicht gelernt, dass es auch Effekte haben kann. Deswegen ist der Gesetzgeber da schon eingeschritten. Könnte man also meinen, die haben sich was dabei gedacht, wenn man jetzt aber mal diese TÜV-Berichte anschaut, von TÜV-IT zum Beispiel, über solche Signaturanwendungskomponenten, dann steht da meistens drin, zitiere, sowas im Wortlaut ähnlich. Der Anwender trägt die Verantwortung, wenn die Software auf einem Rechner mit Internetzugang installiert. Oder wenn der Rechner mit Schadsoftware infiziert ist. Oder aber wenn es ein Betriebssystem einsetzt, das was weiß ich, schon 5 Jahre veraltet ist oder ähnliches. Es gibt bei dieser Sicherheitszertifizierung meistens so die Notwendigkeit, dass ich sage, in welchem Umfeld möchte ich sie denn einsetzen. Und das Umfeld eines Heim-PCs ist etwa das Gefährlichste, was es überhaupt gibt. Und genau in diesem Umfeld darf man die Software normalerweise auch gar nicht einsetzen. Scheint jetzt ein bisschen unsinnig sich anzuhören, weil man diese Einschränkung gar nicht umsetzen kann. Ist auch technisch eigentlich gar nicht möglich. Wenn ich dem Rechner nicht trauen kann, dann kann ich da keine Software drauflaufen lassen, die was Wichtiges tun soll. Der eine oder andere wird jetzt stutzig geworden sein. Das war schon 2001. Das gleiche Problem hatten wir vor ein paar Monaten schon wieder. Ja, da ging es um das Thema neuer Personalausweis, PIN-Eingabe über den Rechner. Man könnte also sagen, das BSI ist da irgendwie nicht schlauer geworden. 10 Jahre später haben sie immer noch die gleichen
dummen Anforderungen, dass die PCs von den anderen gepflegt werden müssen. Es geht sogar so weit, dass das Konjunkturförderungsprogramm Millionen von Basislesern, also ohne Bildeingabe und ohne Display, gefördert hat. Die wurden jetzt angeschafft und keiner kann was damit anfangen, weil sich inzwischen durchgesetzt hat, dass man sie einfach nicht benutzen kann. Da gibt es jetzt auch eine Anekdote am Rand, die habe ich da irgendwo aufgeschnappt, und zwar es hat sich jetzt wohl durch, bis zum BSI durchgesprochen, dass die Bevölkerung da irgendwie alarmiert ist. Und die haben jetzt einen Text diesem Beiblatt beigelegt, was man da auf dem neuen Personalausweis erhält. Da steht dann drin, wenn man seinem Rechner nicht traut, weil man Angst hat, dass ein Trojaner die Tastatur abhört, dann soll man doch bitte die Bildschirmtastatur nehmen. Das sind also Buttons auf dem Bildschirm, wo man eine Maus draufklicken kann. was natürlich die Trojaner genauso gut abfangen können. Gut, das sieht man halt, dass da irgendwie noch nicht so richtig so Verständnis da ist, was das eigentlich ein Problem ist. Die Frage ist, kann man das dem Anwender denn eigentlich überhaupt zumuten, dieses Risiko zu tragen? Kann ein normaler PC-Benutzer in der breiten Masse einen Rechner vernünftig pflegen, updaten? Dazu muss er auch online gehen. Ich meine, man kann einen Rechner nicht updaten oder so mit online gehen heutzutage. Hilft das, wenn er eine persönliche Firewall einsetzt oder einen Virenscanner einsetzt? Das wird immer empfohlen vom BSI, aber ich meine, die haben natürlich auch nur Erkennungsraten von, was weiß ich, 60-90% persönlichen Firewalls, von denen die User normalerweise so, dass sie sie früher oder später abschalten. Und selbst wenn sie das nicht tun, die melden sie sowieso nicht. Man muss schon mal gucken, wie erfolgreich ist das Ganze eigentlich. Es gibt laut BKA und Bitkom-Studie 3,5 Millionen Fälle von geklauten Zugangsdaten, wird vermutet in Deutschland. Oder 17 Millionen Euro Schaden durch Phishing, auch in Deutschland in einem Jahr. Man kann also mit Fugenrecht behaupten, die Anwender können mit PCs nicht umgehen. 17 Millionen oder 17 Millionen? 17 Millionen. Also der durchschnittliche Fall sind irgendwie 3000 Euro oder sowas. Und das sind natürlich jetzt nur Rechtsgeschäfte mit Webshops oder mit, was weiß ich, gefischten Bankdaten oder ähnliches. Die elektronische Signatur erlaubt natürlich deutlich mehr, dass man halt nämlich Rechtsgeschäfte tätigt, die vorgegeben sind. Es werden mehr und mehr E-Government-Funktionen im PC zu Hause erledigt werden. Das sieht man schon daran, wenn man auf die Seite vom BSI geht, nach dem neuen Personalausweis sucht. Das ist nicht nur das eine Projekt, sondern das ist eine ganze Latte von Projekten, die alle auf einem RFID-Card-Framework aufsetzen. Also da gehören zum Beispiel auch Ticketsysteme dazu, die neue Gesundheitskarte, das Thema Sozialhilfe beantragen bei der Länderdatenbank geht über dieses gleiche Kartenframework, Elster-Unterschriften, dann gibt es Firmen wie Ticket-Service oder Nahverkehrs-Fahrkarten, die darüber gebucht werden sollen. Das wird also immer mehr in unserem Leben Einzug halten. Und naja, der Rechner oder der Punkt, von dem ich das Ganze bediene, ist halt mein privater Rechner. Ich finde es gar nicht schlecht, dass man mehr über Computer machen kann, also dass ich nicht jeden Tag zum Abend rennen muss oder dass ich mit Termine nicht in eine Warteschlange stehen muss oder dass ich es bequem von zu Hause machen kann. Aber die Frage ist, ich kann meinen Rechner irgendwie pflegen, aber können das alle anderen auch? In der Technik gibt es das Stichwort des Trusted Paths, also des vertrauten Pfades vom Benutzer zur Anwendung. Das ist ein uraltes Problem, weiß nicht, 20, 30 Jahre, also die X-Window hat schon Trusted Path Erweiterungen. Daher kommt auch zum Beispiel diese Affengriff, wenn man bei Windows machen muss, Control Alt Delete. Die Idee dahinter war, dem Anwender zu suggerieren, du machst hier etwas, nämlich eine Bewegung, die du dir gemerkt hast, und nur wenn du diese Bewegung vorher gemacht hast, darfst du dein Passwort eingeben, weil das die einzige Anwendung, die dann hochkommt, ist, die sicher ist. Inzwischen gibt man natürlich das Passwort überall ein, im Browser und sonst irgendwo. Also dieser Trusted Pass hat auch nie wirklich funktioniert. Man konnte nie sichern, dass ein anderes Programm nicht trotzdem an die Eingabe drankommt. Das heißt, solange unsichere Software auf meinem Rechner läuft, kann ich dort keine sichere Daten eingeben. Bei HBCI, also beim Homebanking, gab es lange das Problem, dass die Anwender unsichere Pin-Tran-Verfahren hatten oder Passwörter oder ähnliches am Anfang. Und man hat sich dann gesagt, naja, ich mache immer so ein Homebanking-Interface, wo ich eine Hardware baue.
um das abzusichern. Die haben aber genau den gleichen Fehler gemacht, da musste ich die PIN auch in der Software eingeben. Oder aber ich habe die PIN im Reader eingegeben, das heißt, sie konnten nicht ausgelesen werden. Dafür wurden die Geldbeträge aber in der Software dargestellt. Das heißt, wenn das Programm einfach überschreibt, an wen die Überweisung geht, dann sieht es der Anwender nicht, gibt seine PIN ein und wird dann das falsche Mal nicht. Die gleichen Probleme wie beim E-Post-Signatur oder beim Ausweis. Beim neuen Ausweis ist es ein bisschen besser. Die Komfort-Reader, also die teuerste Stufe, die es gibt, Basisstandard und Komfort, die haben Display und PIN-Eingabe und auf dem Display wird ein bisschen was angezeigt. Also insbesondere, wenn diese E-ID-Funktion fragt, wer bist du, wird angezeigt, wer fragt, wer ich bin und was wir dann wissen, also ein Name oder ähnliches. Aber wie gesagt, eben nur bei den ganz tollen Lesegeräten. 200 Euro. Noch, ja. Und das Problem ist natürlich auch, dadurch, dass die Basislieder so gesponsert haben und jetzt nicht benutzen können, und dadurch, dass sie die Option offen lassen, Standard-Lesegeräte zu verkaufen, gibt es dann auch keinen Markt für diese Komfortleser. Hätte man von vornherein gesagt, den einen Leser, den wir haben, der muss halt alles Funktionen haben, die sicher sind, sprich PIN-Eingabe und Display. Und den unterstützen wir mit ein paar Millionen, dann hätten sie kein Problem gehabt, den auch zu vernünftigen Preisen bereitzustellen. Ja, aber so wird das sich nicht durchsetzen. Jetzt ist aber eine ganz andere Frage. Wie gehe ich denn mit diesem unsicheren PC um? Der hat ja noch ganz andere Probleme. Also kann ja auch als Botnetz werden und zur Spam-Schleuder werden oder er kann zum Beispiel von Mitbewohnern ausgespäht werden, wenn man sich dann einen Account teilt. Oder halt auch alleine die Pflege des Systems ist dann sehr komplex für die Leute. Und da gibt es so eine Entwicklung. Sieht man bei Apple mit dem iPad, dass ich gar keinen vollwertigen Rechner mehr habe, wo ich alles machen kann, sondern ich werde von einem Hersteller gegängelt, der hat Signaturen in jedem Programm, kauft die Programme aus dem Shop. Der Hersteller steht dafür ein, dass sie virenfrei sind, mehr oder weniger. Ich kann mir kein Virus eintreten in der Theorie. Ist auch alles ganz einfach zu pflegen und updatet sich automatisch. Klingt eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man wirklich diese Technologie an sehr viele Menschen heranbringen will, muss man vielleicht so einen Ansatz gehen. Das Thema ist natürlich schwierig, weil es gibt auch sowas wie einen Verbraucherschutz. Wenn ich nicht mehr mit meiner Hardware tun kann, was ich will, also wenn die einzelnen Programme löscht, wenn sie sie wollen, oder wenn sie die DRM-Schutz hat, dass ich bestimmte Medien gar nicht abspielen kann, oder aber auch allein dadurch, dass der Markt relativ kontrolliert ist durch einen Anbieter, dann verschiebt sich halt auch das Marktgefüge und die Preise. Es gibt eine Monokultur. Und es ist jetzt halt auch nicht so, dass es wirklich 100% fehlerfrei ist. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, 30 Millionen iPads oder ähnliches in allen Haushalten hätte und es würde sich ein Virus auch verbreiten, das wäre fast noch schlimmer als heute auf Windows. Ja. Das ist ja zu erwarten, dass diese Geräte, diese Appliances oder die Handheldgeräte oder Handys oder was auch immer, dass es deutlich mehr wert als die PCs, die es heute gibt. Und alles natürlich immer online. Man kann es natürlich dann vom Internet in so eine Gated Community einsperren, aber das ist dann auch wieder eine Freiheitseinschränkung. Ich weiß da leider auch keine Lösung. Also ich sehe zu einem sehe ich es ein bisschen positiv, dass die Hersteller versuchen, es einfacher machen für die Anwender, dass sie keine Experten mehr fordern. Auf der anderen Seite werden sie halt stark gegängelt und es werden so versiegelte Geräte hergestellt und man muss mal gucken, wo die Entwicklung hingeht. Was man natürlich auf jeden Fall machen könnte, wäre, dass man sagt, es gibt halt spezielle Geräte, die halt solche Signaturdienste anbieten und ein bisschen intelligenter sind als die heutigen Kartenleser. Also sprich, es gibt halt wirklich kleine PCs, die diese Signaturleistung sicher durchführen können und sonst nichts. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Was ich denke, was auch helfen würde, ist, man muss ein bisschen Druck auf den Markt ausüben. Heute hat man als Softwarehersteller fast nicht die Möglichkeit, sichere Software zu produzieren, weil der Markt das nicht bezahlen möchte. Das heißt, wenn ich mich wirklich hinsetze und sichere Software schreibe, bin ich so spät dran und habe so teure Software, dass es kaum einen Kunden gibt, der das honoriert. Es gibt sicherlich ein paar, die sind da empfindlich oder die müssen es, weil sie irgendwelche Compliance-Anforderungen haben. Aber bei Endkunden oder bei Ähnlichem zahlt sich das gar nicht aus. Wenn man da die Softwarehersteller in einer bestimmten Haftung nicht mehr ganz so freistellen würde,
werden sie dazu gezwungen, die Software da auch ein bisschen besser zu designen und keiner würde mehr auf die Idee kommen, solche sicherheitskritischen Anwendungen auf dem Heim-PC laufen zu lassen, ohne irgendwelche besonderen Hardware-Schutzmaßnahmen. Es gibt Arbeitsgruppen, zum Beispiel die Kritzi, also die kritische Infrastruktur in Deutschland oder eben das, die Homeland Security, die haben ein Cyber Security Team gebildet. Da geht es im Wesentlichen darum, halt eben wichtige Rechneranlagen in Kraftwerken oder ähnliches zu schützen oder aber in großen Firmen, damit einfach ein Virus oder ein Terrorist irgendwie nicht die halbe Infrastruktur des Landes lahmlegen kann. Aber die vergessen alle, den PC zu berücksichtigen. Und das ist eigentlich inzwischen eine kritische Infrastruktur geworden. Die stehen bei uns zu Hause, aber nichtsdestotrotz müssen wir die viel stärker adressieren. Weil die Chance, die wir nämlich da haben, ist, dass wir eine neue Art der Politikform bekommen. Das ist auch nur für Piraten einstehen, also so das Thema stärkere Bürgerbeteiligung, offenere Transparenz, Open-Data-Zugriff auf ähnliche Geschichten, auch das E-Government, um eben auch die gesellschaftliche Teilnahme zu verbessern. Das geht aber nicht mit unseren heutigen Rechnern, IT-Infrastrukturen. Da muss sich was ändern, dass man da sich auch wirklich drauf verlassen kann. Was ich nicht fordere, ist 100% Security, weil das weiß ich, dass es jetzt nicht gibt. Das heißt, es wird immer ein gewisses Risiko da sein, man muss immer bereit sein, für Vorteile auch gewisse Nachteile in Kauf zu nehmen, aber die müssen sich viel stärker an dem typischen Nutzerverhalten orientieren und viel weniger an irgendwelchen theoretischen Gefahrenmodellen. Ja, das ist so mein Vortrag zum Thema PC-Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ihr Diskussionsfragen habt oder Anmerkungen. Ja, danke. Du sagst, du hast auch noch keine Lösung, aber vielleicht ein Ansatz, was dir so vorschwebt, weil ich erinnere mich gerade, dass da jetzt irgendwelche Regierungsparteien sagen können, ja, diese Idee hatten wir schon mal, nämlich irgendeine Hotline einzurichten, an die sich irgendwie Benutzer, die meinen, ihr Rechner könnte verwirrt sein oder so, wenden können. Und dann könnten wir die Provider in die Haftung kontrollieren, wer irgendwie Teil des Botnets ist. Und dann haben wir wieder so in Richtung die Packet Inspection. Ja, also das ist auch die Provider schon. Also diese Hotlines-Geschichten oder so Bürgerzeit oder sowas, das sind ja immer so diese Sachen, die dann als erstes hochkommen, weil die einfach zu machen sind. Dann zahle ich 3, 4 Leute und dann setze ich eine Webseite auf und sage, ich habe was gemacht. Das Thema Aussperren von Rechnern, das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe ja früher hier bei den Karlsruhe, gab es ja diesen Inka, also den INEV in Karlsruhe, der interessierte Anwender ans Internet gebracht hat. Damals haben wir noch alle Anwender einzeln betreut und wenn da ein Rechner infiziert war, ist er innerhalb von 2 Stunden angerufen worden und ist ihm gesagt worden. Ja. Heutzutage gibt es das immer noch ähnlich. Also Bekannte von mir, die sind bei der Telekom, denen durfte ich letztes Jahr den Rechner sauber machen, da waren ein paar tausend Viren drauf. Die haben es dadurch erfahren, dass sie einen Brief von der Telekom bekommen haben, über ihren Account mit Spam versendet, wir sperren jetzt den Hauptzugang. Ja, also ja, das wird immer noch gemacht. Also Spamzugang ist doch relativ einfach, weil da werden die Provider auch angeschrieben. Aber, also, sagen wir es mal so, also das ist schon eine zwiespältige Sache. Zum einen kann man den Provider noch, also den Zugangsprovider noch ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen, dass er seine Benutzer erzieht und auch darauf achtet. Zum anderen ist halt wirklich das Risiko, dass die Leute abgeschaltet werden. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Abwägungssache, da kann man keine absoluten Aussagen machen. Also meine Lösung, die eine, die ich halt gesagt habe, ist einfach, dass das Thema des Haftungsproblems, die Softwareanbieter müssen stärker in Haftung genommen werden. Da kommt man nicht rum. Ja, das machst du halt immer so. Wie siehst du externe Lösungen? Also wir hatten kurz eine kurze Diskussion über das EC-Kartensystem. Da bietet jetzt die Sparkasse beispielsweise dieses neue elektronische Kartenverfahren an, wo du diesen Tarngenerator bekommst mit einem externen Display. Im Endeffekt wäre das ja eine mögliche Lösung, denn dann hätte man eine Trusted Component sozusagen, deren Informationen man erstens vertrauen kann. Und zweitens, deren Integrität man vertrauen kann, wäre das eine Lösung? Ja, also wäre eine Lösung. In dem Fall ist es aber, glaube ich, auch so, dass jetzt du holst ja praktisch eine TAN, mehr oder weniger. Ja. Aber das Problem ist halt, du gibst dir die Software ein. Die Software zeigt dir halt nicht unbedingt das an, was sie dann tut. Also sprich, ja, aber der TAN-Generator zeigt es an. Das ist das, was ich meine. Du hast eine vertrauenswürdige Komponente, die dir die wichtigen Informationen zu dem, was du gerade machst, anzeigt. Okay, ja. Also,
Ja, also wenn es das jetzt schon gibt, also ABCR ist ja lange nicht gemacht, ne? Und dieses FinTS 2.0 oder sowas, was es da als Nachfolger gibt, da haben sie es auch nicht standardisiert. Weiß keiner warum, es war eigentlich so einfach gewesen. Ja? Eine kleine Komponente, also so Handy-Betriebssystem drauf mit einem 2-4-Zeilen-Display, wäre ja vollkommen ausreichend, speziell fürs Homebanking, ja? In anderen Fällen vielleicht nicht. Ich weiß auch nicht, warum es so lange gedauert hat, um das umzusetzen. Ja? Wenn man das in großen Stückzahlen produzieren würde, wäre es auch überhaupt kein Kosten. Ne? Das war so, jetzt kostet 10 Euro. Was, ja. Was auch eine gute Geschichte ist, sind diese SMS-Handlerwaren, die sie jetzt anbieten. Also ich sehe halt auf meinem Handy, und das Gute ist, das Handy spricht auch mit mir in meinem Fall. Ja. Sehe ich halt eine SMS, sie überweisen so und so viel an die und die Kontonummer. Möchten sie das tun, dann geben sie das und das da ein. Mhm. Und das ist, ja, also man müsste schon mein PC und mein Handy anbieten. Ja, die neuen Ämter sind da eigentlich ganz gut. Es ist halt ein bisschen langsam teilweise, je nach, was man macht, aber ansonsten ist es ganz gut. Was mir gerade so in diese Richtung im Kopf umschwebt, war, das irgendwo in unser Bildungsprogramm mit reinzubringen, damit eben, also man sagt ja immer so, die jüngere Generation, die ist ja jetzt sowieso viel kompetenter, was das Internet angeht, aber so ganz, finde ich, stimmt das auch nicht, wenn man das so in unser Bildungskonzept reinbringen würde, dass sie eben nicht nur Facebook klicken können, sondern dass sie eben über solche Sicherheitsgeschichten von sich aus nachdenken, dann wäre das vielleicht auch eine gute Idee. Also auf jeden Fall können die Mädchen unbedingt rein. Ja. Wenn du sagst, du willst die Softwarehersteller in Haftung nehmen. Okay, Microsoft kann das vielleicht noch leisten, aber was ist mit den ganzen Open Source Entwicklern? Sollen die dann auch haften? Ja, das Problem. Also Programm unsicher sind. Das ist der Palettierungsgleichbehandlungsgrundsatz. Wer Software schreibt, muss gleich behandelt werden. Ja, es geht ja nicht um Schreiben, sondern ums Verkaufen. Und wenn du verkaufst, kannst du ja dann eine Kundenhaftung haben. Also, warte mal, bleib. Du hast. Die Haftung hast du immer. Du willst das Verkaufen nicht notwendig, du musst es in den Verkehr bringen, dann haftest du im Prinzip schon jetzt. Ja, aber es gibt halt sehr, also das wird sehr lasch gehandhabt, weil man halt einfach sagt, Software ist so komplex, dass niemand komplett kontrollieren kann. Ja. Aber du glaubst nicht, dass da Microsoft oder ähnliche das dann auf sich sitzen lassen und Software, Open Source Hersteller muss nicht haften, auch wenn es von der Firma hinten dran ist, oder? Ja. Zusammenschluss von Preis. Ja, gut, klar, das ist schon schwierig. Schwierig. Muss man schon wissen. Weiß. Ja. Na gut, ich meine. Klaus? Ja. Bei dem Meer schließt sich der Sinn von diesem neuen Personalausweis noch nicht so ganz, dass ich über das Internet verschiedene Sachen machen kann. Weil, wenn ich irgendwas kaufe, dann will keiner von mir wissen, wer ich bin, sondern die sind die Daten von meiner Kreditkarte. Ja. Ja, also, die wollen Cash und nicht wissen, das ist denen scheißegal, an wen sie liefern, sondern die wollen das Geld haben. Also da bringt es gar nichts. Altersverifikation. Bitte? Altersverifikation ist so das Einzige. Ja. Und bei der Banküberweisung ist es ja auch so, wenn ich jetzt eine Überweisung per Internet tätige, dann sehe ich doch gleich auf meinem Kontoauszug, an wen ich überwiesen habe, kann ich doch gleich nachprüfen. Und wenn da was falsch gelaufen ist, Dann melde ich das gleich und der Empfänger kommt gar nicht. Also der falsche Empfänger kommt gar nicht ins Geld. Das Problem ist, bei der Überweisung geht die Bank davon aus, dass du weißt, was du machst. Eine Überweisung kannst du nicht zurückrufen. Speziell bei den neuen, also ja, gut, aber wenn ich überweise jetzt was und an einer nicht. So, und jetzt macht mein Computer durch Viren oder durch sonst was, der schickt das jetzt nicht an dich, sondern an XY. Und dann sehe ich dann aber sofort in den nächsten 30 Sekunden auch auf meinem Kontoauszug, dass das nicht an dich gegangen ist, sondern woanders hin. Ja, heute schon andere. Damit ist es weg, aber damit hat es der noch nicht. Und wenn es ein Betrug ist, dann geht es sehr wohl nicht dorthin. Doch, genau das macht die Software teilweise. Ja, also es kommt auch bis auf die Banken. Also innerhalb von Deutschland kannst du es zurückrufen, aber wenn es jetzt über Swift geht, da gibt es ja zum Beispiel das Problem auch heute schon, dass wenn du eine falsche Kontonummer eingibst, dass du dann ja ewig warten musst, bis du das Geld wieder zurückbekommst. Also falsch im Sinne von ungültig, weil das nicht überprüft wird. Aber es richtig eigentlich sofort. Also es geht halt, also schon, du musst dann halt irgendwann auch vor Gericht ziehen und so, aber da kommt man schon dran. Ja. Also in dem Augenblick, wo es aber ein Betrug ist, dass irgendjemand Virus auf meinen Rechner aufspielt, mit dem Ziel, dass er dann Geld unrechtmäßig abzieht, ja, in dem Augenblick war nicht mal die Prognose, kriegt der nie dieses Geld. Doch, wenn es zum Beispiel dieselbe Bank ist, wenn du von einem, sagen wir, in meinem Fall
in dem Moment auf dem Konto, an dem du die Überweisung gemacht hast. Und wenn das Zielkonto ein gehijacktes Konto ist, das von irgendeinem Typen bearbeitet, dann überweist er das sofort auf ein weiteres Konto weiter oder gibt es zur Auszahlung an irgendeinen Zahlungsdienst im Ausland und dann ist es weg, dann ist das Geld nicht mehr da. Das ist eine Frage der Abzahlung. Er würde die Bank haften. Er würde die Bank nicht haften, weil die Anweisung an die Bank mit der Überweisung in Ordnung war. Die war ja korrekt. Die Bank hat ja keinen Fehler gemacht. Der Fehler ist auf deinem Rechner. Also es kommt darauf an, was dann halt was man tun kann beim Anwender, wenn er sagt, ja, man reicht das ja, das auch schon mal aus Kostenrechnung. Ja, ja, klar. Das ist auch die Weitung. Im Konto steckt ja eine Person. Wenn die Person zum Beispiel falsch ist und die Bank es nicht geprüft hat, dann macht es sich sehr wohl. Dann hat das ja aber das auch ein Next nicht mehr, nur bei so einem. Dass vorher über einen anderen Trojaner geknackt worden ist, dann ist derjenige, der die Kontrolle über sein eigenes Konto genommen wurde, definitiv auch nicht haftbar. Und dann geht das. Jedenfalls nicht mehr als du bist. Ja, dann geht es. Und das wird so gemacht. Ja, Frank. Soweit ich weiß, mag ich jetzt jemand irgendwie korrigiert, falls es falsch ist. Haben Sie da auch gerade an der Beweislast erst gedreht? Es ging einerseits darum, dass der Name nicht mehr geprüft werden muss, der Kontaktnamen, und andererseits eben auch, dass die Bank eben nicht mehr zwangsläufig haftbar gemacht werden kann. Das ist, also da, ich denke, da muss man dann wahrscheinlich auch wieder mit ein paar Vorgaben kommen. Also es geht bei Überweisungen. Zwischen verschiedenen Bankgruppen ist es die Haftung da zurückgenommen worden, wobei natürlich jede einzelne Bank eine bessere Haftung hat, also eine bessere Vertragskondition anbieten kann und soll, laut Verbraucherschutz und so. Aber stimmt schon, also mein Klaus hat natürlich schon recht, ich habe es auch vorhin erwähnt, wenn man so eine elektronische Signatur leistet, ist die zwar schon anscheinsbeweisgültig, aber wenn es wirklich offensichtlich ist, dass da jemand sein Haus und Hof verpfändet hat, ohne irgendwelche Gegenleistungen zu bekommen, ne, dann kann das vor dem Gericht sicher nicht anfechten, aber es ist halt aufwendig. Ja. Und bei manchen Verfahren, wie zum Beispiel Micropayment, anonymes Micropayment, kann man sich ja vorstellen, über Signaturen zu machen, da ist es ja per Definition so, dass es gar nicht mehr zurückrufen können darf, ja, weil ich sonst ja unterschreiben konnte und ähnliches buchen müsste. Es gibt noch nicht viele Verfahren, die das machen, aber das sind halt alles Anwendungsfälle, die das Risiko noch stärker auf den Verbraucher schieben setzen. Ganz kurz nochmal zurück zu dem Thema Open Source Software. Ja, natürlich ist es schwierig, sie in Verantwortung zu ziehen. Allerdings glaube ich nicht, dass es tatsächlich Menschen gibt in Sachen Open Source, die auch sowas von sich aus gerne machen möchten. Also sie würden sowas zwar programmieren. Entschuldigung, was meine ich mit sowas? Solche Signierungsverfahren, also eine Software, die bei der Signierung funktioniert. Die sind mit der Inanspruchnahme, also mit der Haftbarmachung von Softwareherstellern sind die natürlich außen vor. Das heißt, sie werden zwar programmiert, die werden zwar hergestellt, allerdings werden sie nicht verkauft, beziehungsweise sie werden gar nicht verkauft, sondern sie werden nicht verteilt. Sondern es wird dann eben ein namhafter Softwarehersteller sein, der sich den Quellcode zunutze macht, um ihn dann eben zu verkaufen. Aber auch dann deswegen, weil er dann mit seinem guten Namen dafür haftet. Und dann empfinde ich das sogar als in Ordnung. Ja. Wobei mir ging es jetzt eigentlich schon um alle Software, also nicht nur um sichere Anwendungskomponenten, einfach um dieses Softwareumfeld sicherer zu machen. Und ich weiß natürlich, dass es Haftung, ich meine, ich bin selbst Softwarehersteller, ja, und ich würde es auch hassen, wenn ich dann haftbar gemacht werden könnte. Aber also ich sehe den Markt anders nicht zu retten. Ja, ich versuche es immer unseren Kunden irgendwie zu erklären. Ja, und hier ist eine UA-Phase und zwar noch ein extra. Und dann sagt der Kunde, können wir die weglassen? Na ja, klar, können wir sie weglassen. Ja. Das ist schwierig. Nochmal zum Thema Open Source. Sagen wir so, ich würde der Software, die ich weiß, dass ich sie selber gestrickt habe, die in der Vertrauen mit meinem Umfeld läuft, als x-beliebigen kommerziellen Lösungen, die nur behaupten, sie sind. Das sieht man jetzt bei der Ausweis ab, die jetzt gerade gehackt wurde. Also die Frage ist, also wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass sie welche Leute zusammentun, gibt es denn keinen technologischen Weg, sicherzustellen über ein externes Geld, dass auch mit einer unsicheren Umgebung auf der anderen Seite das Ganze, sagen wir mal, zu 95% sicher ist?
ich denke schon, dass mit externen Geräten, also mit abgeschreckten externen Komponenten, das geht. Es gibt ja auch Ansätze mit diesen TPM-Modulen, dass ich einen Rechner praktisch über dieses TPM-Modul boote. Das heißt, ich kenne einen, ich weiß, dass der Kern von meiner Anwendung sicher gebootet ist, die ist unverändert und kann davon dann ableiten, dass Software in einem sicheren Kontext läuft. Und dann gibt es dann so Mechanismen, naja, alles, was in dem Fenster angezeigt wird, ist sicher und ich darf kein anderes Fenster darüber legen und irgendwie Geschichten. Aber das, also in der Praxis funktioniert das ja alles irgendwie nicht. Ja. Es gibt da noch riesen Spezifikationen und dann findet einer irgendeine triviale Änderung, irgendein triviales Loch. Zertifikatsnamen werden nicht geprüft oder sowas, ja, und dann war es das wieder. Von daher, Computersystem ist extrem komplex und die wirklich zu kommen, ist schon schwierig und wenn überhaupt, dann eben nur in solchen abgespeckten externen Geräten, die man halt auch nicht die Verantwortung dann eben nicht den Leuten überlässt, das zu pflegen. Wäre die Lösung nicht? Okay, ich möchte die Frage nehmen. Frag doch mal. Das ist nur weder eine Lösung, oder nicht? Statt die Softwarehersteller zu sehr in Haftung zu nehmen, eher für eine entsprechend durchgängige Standardisierung, die auch frei und öffentlich zugänglich ist, zu sorgen. Also die Frage war, mehr Richtung Standardisierung zu gehen, statt Richtung Haftung. Auch das ist möglich, dass man einfach sagt, ich muss bestimmte Komponenten verwenden oder ich muss mich da bestimmen. Also es gibt ja diesen Begriff da, dieses nach Stand der Technik, wenn ich mich nicht nach der Stand der Technik orientiere, werde ich wieder stärker haftbar. Aber es ist halt die Frage, wie man das definiert und wie diese Standards aussehen müssen, damit sie was bringen. Ne? Also was weiß ich, Unit-Tests müssen überall gemacht werden oder ähnlich. Ja, Frank? Ich wollte es kurz zu Open Source noch einwerfen, dass wenn wir wieder richtig drüber nachdenken, dann geht das eben mit dem Mehrfaktoren, so sehen, was ich immer getan. Da gab es ja auch diesen Fall, dass irgendwie irgendwo eine OpenSSL-Funktion ziemlich schief gelaufen ist. Bei Debian war auch sozusagen der Bug mit dem SSH-Schlüssel der falschen Zeugpunkte und so. Aber was ich meine, es ist eben noch nicht mal gegeben, dass alle Lücken gefunden werden, auch wenn viele Leute rübergucken können, in Theorie. Manchmal sind sie doch bloß eine kleine Gruppe. Ja. Ja gut, dann auch bei Theorie, denn dass auch die Lücke noch in kommerzieller Software nicht alle gefunden bleiben. Natürlich. Also, das kann man nicht jetzt auf die Open Source Seite schicken allein. Ja, nee. Also, ja, Software ist generell unsicher. Gut, ja. Ja, eine finale Anmerkung noch. Also, ich habe mal versucht, das Ganze irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit Abstand zu betrachten. Also, man hat da irgendwie ein hochkomplexes technisches Gerät, PC, mit dem begibt man sich in einen öffentlichen Raum, wo dieser PC mit anderen PCs meinetwegen interagiert. Ja. Mir ist dann aufgefallen, wir haben ja schon sowas Ähnliches, nämlich Autos, die fahren irgendwie draußen auf der Straße rum. Die müssen auch einen gewissen Sicherheitsstandard halt erfüllen, damit, naja, man die anderen Leute nicht in Gefahr bringt mit den anderen Autos. Gibt es halt in Deutschland TÜV für, das macht dich gut. Ich weiß, auf einem Rechner ist sowas halt nicht trivial. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch nur eben dann gehen, wenn man sagt, es gibt diese geschlossenen Systeme oder Anwender nichts entschwieren kann, was nicht zertifiziert ist oder ähnliches. Ja. Klar, wenn ich mir jetzt einen Rahmen baue, dann muss ich auch nochmal zum TÜV fahren. Installierst zum TÜV gehen, hallo? Wenn du keine allgemeine Betriebserlaubnis für einen Teil hast, dann musst du zum TÜV gehen. Das Problem ist, ja klar, nur bei der Produktionsstraße. Diese hat niemand Gewinn üblicherweise dabei und das ist halt das Problem bei PCs, bei digitalen Signaturen, da versucht jemand anders dann Gewinn zu bekommen. Also Autos werden in der Regel nicht gehackt. Bei Autos wird es interessant, wenn man die Systeme hat, die automatisch miteinander kommunizieren, automatisch Geschwindigkeit anpassen und so. Dann kann man Geld machen mit Hacks für Mordanschläge damit. Das funktioniert, wenn wir dann so weit sind. Ja, und außerdem kann es ja nicht gegeben. Die Autogeschichte, ich meine, von Wochen der Menschen ist auch etwas, was ich dann ich habe es vorhin schon angekündigt, wir machen jetzt erstmal die Mittagspause und hören dann Sebastian in die Nachmittagspause, damit wir nicht so lange rumsitzen müssen am Stück. Ich weiß nicht, wollt ihr...